Dann würde ich sagen, starten wir. Oh, jetzt muss ich mal. Herzlich willkommen, liebe Nutzer, zu unserer heutigen Online-Schulung zum Thema das Bitigino-2-Draht-Sprechanlagensystem einfach und leistungsstark. Mein Name ist Esther Manter, ich bin von der Firma Baltimum und ich begrüße hier heute Abend den Präsenter Detlef Rühlke von Legrand und seinen Kollegen, den Thomas Reichert, der uns im Chat unterstützen wird und Ihre Fragen im Chat beantwortet. Die Präsentation dauert heute so um die 30 bis 40 Minuten Oh, und geht im schon. Anfang an die Präsentation haben Sie noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können gerne während der Präsentation jederzeit Ihre Fragen im Chatbereich stellen, aber im Anschluss machen wir eben auch noch eine kleine Fragerunde. Dann bekommen wir auch noch oft die Frage, ob man die Präsentation im Nachgang zugeschickt bekommen kann. Wir haben es heute so gemacht, dass wir die Präsentation hier hochgeladen haben und Sie sich einfach im Nachgang hier in der Software herunterladen können. Da sehen Sie dann am Ende einen kleinen Download-Bereich, ein kleines Fenster und da können Sie einfach draufklicken und die Präsentation runterladen. Ja, und dann begrüße ich heute Abend den Detlef und Thomas von Ecran. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle. Esther, hast du mir das Wort übergeben? Ja. Esther? Ja, habe ich gemacht. Okay. Ja, dann darf ich damit starten. Ist das richtig? Richtig, sehr gerne. Okay. Ja, wir haben eine leichte Verzögerung hier bei unserer Unterhaltung. Ja, ich beginne. Gleich werde ich mich nochmal ganz kurz vorstellen, weil ich habe jetzt schon einige Webinare gemacht. Viele kennen mich vielleicht, viele noch nicht. Kurz erstmal zum Thema, was Sie jetzt auch hoffentlich auf Ihrem Bildschirm sehen. Es geht mal wieder um das Bitigino-2-Draht-Sprechanlagensystem und heute insbesondere um Systemgeräte und Zubehör. Das ist für Menschen gemacht, die sich mit Bitigino-Anlagen auskennen sollten. Das heißt, meine Empfehlung, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wie ich es in einer Umfrage gesehen habe, die Grundlagenwebinare, dann schauen Sie das im Anschluss bitte an. Aber wie ist es im Leben? Man kann Pferde auch von hinten satteln. Und ich hoffe, dass Sie hier eine Menge mitnehmen, was diese Systemgeräte tun und vor allem das ganze Zubehör. Auf der einen Seite lösen diese Geräte Ihre Alltagsprobleme beim Kunden, lieber Elektriker, aber von der anderen Seite betrachtet auch viele, viele Wünsche Ihrer Kunden. Das heißt, mein Ziel ist es, Sie mit diesen Seiten, die gleich kommen, neugierig zu machen, Bedarf zu wecken, dass Sie es aktiv verkaufen können. Und wie es so ist in 45 Minuten, ich hoffe, damit komme ich durch. Es ist sehr viel Stoff heute. Ich mache Sie neugierig, auch in Mut, einfach mal unsere technische Abteilung anzurufen. Der Thomas neben mir, technischer Leiter, unterstützt mich heute hier und würde sich sicherlich freuen, wenn Sie sich einfach mal melden und das Gehörte heute dann auch nochmal hinterfragen. Ich wechsle die Seite. Dort sehen Sie mich kurz auf meinem Foto. Bin sehr lange bei Legrand, jetzt im 32. Jahr. Ganz früher mal Elektriker gewesen, hier 1986 in der Elektronikentwicklung angefangen für 10 Jahre und die letzten 20 Jahre bin ich eigentlich verantwortlich hier im Marketing für Schulung und Training. Ja, neue Medien, neue Kommunikation übers Internet, für mich immer wieder interessant, so in den Raum zu sprechen, ohne keinen zu sehen. Also schreiben Sie fleißig und fragen Sie uns hier. Mein Kollege beantwortet die Fragen. Steigen wir ein. Das ist die Übersicht. Ich habe es in der Umfrage gesehen, unsere Bitigino-Anlagen kennen, auch größere Anlagen werden mit diesen Begriffen etwas anfangen können. Das ist unser Video-Taschentaster-Interface, unser Schaltrelais. Unser Schaltrelais ist der Aktivator und das Dürfner-Relais. Wir sprechen über den Anschluss von externen Kameras, über unser Kamera-Interface. Ich zeige Ihnen, wie man relativ einfach mit einem recht neuen Funkcom-Interface als Zubehör zu kaufen, auch auf Funkcoms fremder Hersteller kommen. Und ganz zum Schluss ein interessantes Tastenmodul, was viele vielleicht auch gar nicht kennen, für unsere Lautsprechermodule. Diese Seite zeigt das Ganze in Bildern nochmal und mit den Bestellnummern, um die es geht, für die Profis, für die Profis, sage ich jetzt mal, die unsere Sprechanlagen gut kennen, ist ein Wiedererkennungseffekt da. Sie sehen hier bildlich nochmal gezeigt. Ich hoffe, dass Sie sich die PDF nachher hier aus dem Internet runterholen und das Teil auch als Nachschlagewerk zu benutzen.
Hinweis, viele Geräte müssen, um Funktionen zu erreichen, auch kombiniert eingesetzt werden. Und ein weiterer Hinweis, dass wir hier auch einige Geräte gar nicht ansprechen können in der kurzen Zeit. Vielleicht, Thomas, machen wir mal noch mal ein Webinar darüber. Und ich habe hier mal Beispiele, wie zum Beispiel der Videosignalverteiler, der Einbaulautsprecher oder die Verstärker, das Wohnungsinterface, sind hier auch, ich sage mal, auch sicherlich auch aus Zeitgründen gar nicht erwähnt. Und wenn es Ihnen gefallen hat, vielleicht können wir das mal auflegen. Diese Seite ist jetzt eine Kapitelseite, damit wir uns orientieren können, wenn Sie nachlesen. Und wir starten mit unserem sogenannten Video-Etagentaster-Interface. Warum Video? Das werden wir nachher sehen. Der kleine Kraftzwerk setzt Etagenruf ab, ist geeignet für Licht- und Türöffnerfunktionen und auch eine hochinteressante Funktion. Und ich hoffe, ich erzähle Ihnen jetzt vieles Neues hier. Dann, und es bleibt spannend für Sie. Das ist die Kameraaktivierung. Im Grunde werden wir jedes Gerät so betrachten, welche Funktionsmöglichkeiten gibt es im Einzelnen, wie muss ich dafür adressieren und wie muss ich dafür anschließen. Video-Etagentaster-Interface. Üblicherweise haben wir ein Mehrfamilienhaus, 2, 3, 4, 5 Wohnungen. Es gibt eine Haupttür, es gibt eine Etagentür. Und vor dieser Etagentür gibt es sehr häufig den Etagentaster. Wenn Sie unsere Telefone kennen, kennen Sie auch Klemme, ET-Tastersymbol. Auf diese Klemme wird normalerweise mit zwei zusätzlichen Adern ein Etagentaster gelegt. Habe ich in dieser Wohnung mehrere Telefone, muss ich diesen Etagentaster auch durchklemmen. Jetzt gibt es aber so Fälle, da habe ich diese zwei Drähte nicht. Wir sprechen ja von echten zwei Drähten bei unseren Anlagen. Und man hat dann nur drei Drähte. Und in diesem Fall, wo mir Drähte fehlen, kommt das Etagentaster-Interface zur Anwendung. Ein kleiner Hinweis noch, was hier steht. Schauen Sie, verfolgen Sie meine Maus. Habe ich zwei, drei Geräte innerhalb der Wohnung, muss ich durchklemmen. Also ich verdrahte durch, was ich auch immer wieder am Markt höre, verdrahtet man den Etagentaster durch. Das ist sicherlich auch sehr aufwendig und muss da auf Leitungslänge achten, wie wir später sehen. Und vor allen Dingen in diesem Fall auf Polarität. So, also schauen Sie mal her, was dieses kleine Interface in der Richtung für uns tun kann. Gleiche Vorgehensweise, kurz die Klemmen angeschaut. Wir haben hier oben zwei blaue Drähte. Dort kommt der Bus drauf. Wir haben hier unten drei Klemmen C, PL1, PL2, wo ich zwei Taster auflegen kann. Einen zwischen der Klemme C, PL1 und einen zwischen der Klemme C, PL2. Ist die Etagentasterleitung in der Praxis, also wenn sie ist die länger als 10 Meter, muss ich Sie leider an dieser Stelle jetzt zwingen, dieses Etagentaster-Interface zu verwenden. Und achten Sie darauf, der Anschluss hier ist immer potenzialfrei, also nicht irgendwie eine Spannung einspeisen oder so. Schauen wir uns die Steckplätze an. Steckplätze PN-MOD. P steht für Adresse einer Türstation, eines Türöffnerrelais. Interessant für die Funktion Tür öffnen. N steht für Adresse der Hausstation, die wir über den Etagentaster, die angeschlossen ist, rufen wollen. Und MOD ist jetzt das Thema. Wir schauen uns an, welche Funktionen ich mit dieser Zahl in MOD einstellen kann. Die Übersicht, schauen Sie hier, wir haben vier bzw. fünf Möglichkeiten. MOD 0, Profis wissen, Steckplatz ist leer, steckt kein Widerstand drin. Ich nur stecken, heißt, ich kann über dieses Etagentaster-Interface einen Ruf über die Busleitung an eine bestimmte Hausstation absetzen, die ich hier adressiere. Wir schauen uns das später gleich an in Schaltplänen und die mit Hinweisen bestückt sind. Mod 1 setzt den Generalruf ab. Deshalb habe ich in der Wohnung mehr als ein Telefon, ein, zwei, drei Telefone vielleicht, kann ich über Mod 1 einen Generalruf über den Etagentaster in die Wohnung absetzen. Hochinteressante Funktion. Mod 3 bedeutet Licht schalten in Verbindung mit einem Aktivator, einem Schaltrelais, was wir später kennenlernen. Mod 3 heißt, ha, ich kann hier Türen öffnen über partialfreie Taster in Verbindung mit Türöffnerrelais. Und 4, hochinteressant, ist die Aktivierung einer externen Kamera, wenn ich über das Etagentaster-Interface rufe. Etagenruf, Licht steuern, Türen öffnen und externe Kameras aktivieren. Das schauen wir uns jetzt alles mal an. Mod 0. Etagenruf zu einer Hausstation. Schauen Sie. Hier in Mod ist der Steckplatz leer. In N
stecke ich die zu rufende Hausstation, steckt jetzt in diesem Beispiel eine 12. Wir sind in der 12. Etage. Da steht N, 12, Wohnungstelefon. Und schließe ich an dieses Etagentaster-Interface, was eingangsseitig auf Bus liegt, einen potenzialfreien Taster an, drücke den, dann rufe ich die Hausstation 12 als Etagenruf. Ja, in großen Anlagen, ein kleiner Praxistipp, der hier noch so steht. Sie müssen Strombedarf berechnen und wir können ungefähr ein Taster-Interface zählt ungefähr Stromaufnahme eines Telefons. Es muss also in großen Anlagen pro Interface eine Hausstation abgezogen werden. Maximale Leitungslänge am Anschluss zum Taster des Interfaces 3 Meter. Und wie gesagt, dieses kleine Taster-Interface verstecken Sie hinter einem Schalter in einer etwas tieferen Schalterdose. Für die Teilnehmer, die unser MyHome-System kennen, unser Bus-System kennen, kann auch ein MyHome-Tastsensor verwendet werden und entsprechend adressiert werden. Der Generaletagenruf über Mod 1, ja, Sie sehen das hier, wir haben in der Wohnung drei Monitore, N1, N2, N3 durchnummeriert. Wir stecken in Mod eine 1. Taster auf Anschluss CPL1 würde hier den Generalruf absetzen. Eine Funktion, die häufig gebraucht wird. Mod 2 in Verbindung mit dem Aktivator. Schauen Sie hier unten. Das ist das Gerät, was wir uns später anschauen. Hier ist das Etagentaster-Interface in Mod 2 gesteckt. Auf der Klemme PL2, das zeigt die Tab diese Sachen sind aus unserem Gesamtkatalog entnommen. Das heißt, die technischen Seiten finden Sie von 468 bis 677 in unserem aktuellen Katalog. Also da können Sie auch viele, viele Dinge nachlesen und finden. Und hier sehen Sie, schalte ich den Taster auf PL2C, wird dieser Aktivator aktiviert, der dann das Treppenlicht schaltet. Die Verbindung, schauen Sie in die Tabelle rein hier, könnte man jetzt auf den ersten Eingang einen weiteren Taster setzen, der dann einen Türöffner ansteuert. Mod 3, Thema Türöffnen. Türöffnerrelais in Verbindung mit dem Türöffnerrelais, dem Etagentaster-Interface und zwei potenzialfreien Taster, die irgendwo in der Anlage sind, könnte ich jetzt hier in P definieren. Hier in P definieren ist jetzt 0. Das heißt, der erste Taster ruft durch Station 0, beziehungsweise öffnet die Tür öffnet den Türöffner, steuert den Türöffner an und die nächste Taste würde dann rufen P plus 1. Zweite Taste öffnet also steuert diesen Türöffner an. So, Mod 4, Videoetagenruf. Denken Sie sich in ein Mehrfamilienhaus rein. Vor der ersten oder vor der ersten Wohnungstür gibt es diesen Etagentaster und eine Kamera für diese Wohnung. Und das Beispiel zeigt eben Mod 4. N1 ist die Hausstation, die wir rufen. P1 ist die Adresse der Kamera, die wir hier über das Kamerainterface betreiben, auf das wir später kommen. Und das heißt, wenn ich diesen Etagentaster hier betätige, ja, diesen Etagenruf hier absetze, würde dann die externe Kamera aktiviert und das Bild wäre in der Wohnung abgebildet. Ist der Videoetagenruf aktiv, ist die Sprechanlage für 30 Sekunden besetzt. Zusammenfassung unseres ersten Zubehörteils, Nutzen- und Anwendungsbeispiele. Durchverdrahtung des Etagentasters entfällt, Verwendung bei größer 10 Meter Etagentasterleitung, Verwendung bei zu wenig Adern in die Wohnung. Sie haben keine zusätzliche Türstation, die Sie investieren wollen oder nicht vorliegt. Sie wollen einfach nur mit Tastern in die Wohnungen reinrufen oder Sie haben eine externe Kamera, die vor der Wohnung über das Etagentaster-Interface aktiviert wird. Deshalb Video-Etagentaster-Interface. Ich hoffe, bei diesem ersten kleinen Kapitel ist schon viel Spannendes für Sie dabei gewesen. Kommen wir zum Schaltrelais-Aktivator. Er schaltet Licht, öffnet Türen und schaltet Läutewerke, die irgendwo in der Anlage sitzen. Und wir schauen uns jetzt die Funktionsmöglichkeiten wieder an. Wie wird er adressiert und angeschlossen? Die Funktionen im kleinen Überblick. Funktion Treppenlicht schalten. Der Aktivator liegt auf Bus, wird angesteuert über die Lichttasten in der Anlage. Lichttasten finden Sie immer an unseren Telefonen und finden Sie auch, wenn Sie programmiert sind, an unseren Türstationen. Wir haben das Thema Tür öffnen und wir haben das Thema externes Läutewerk. Heißt, im Grunde genommen, Sie läuten eine Wohnung an.
dieser Aktivator schaltet ein Läutewerk irgendwo in der Anlage. Im Detail sieht das so aus. Ich habe hier Fotos gemacht. Er hat hier die kleinen grünen Klemmen, das ist der Bußanschluss. Und hier hinten gibt es nochmal eine Huckepackklemme. Hier. Wenn Sie die abziehen, finden Sie den Anschluss für einen potenzialfreien Kontakt für eine Direktansteuerung. Und am Ausgang, das ist das Schöne, hat er einen 230 Volt Wechselkontakt, ohmsche Belastung 6 Ampere. Für diverse Anwendungen, man ist immer wieder Tennisheim, Tor ist zu um 17 Uhr, der letzte Teilnehmer klingelt, keiner hört's, könnten Sie mit diesem kleinen Schaltrelais auf dem Tennisplatz eine große Hupe ansteuern, sodass dann einer zum Tor kommt und öffnet. Also wir gehen quasi vom Bus auf die 230 Volt Leitung. So, Anschluss an Bus. Beispiel, wir haben unser Netzgerät, unser Videonetzgerät 34-60-50. Wir sprechen ja in der Profiwelt eigentlich von drei Bussen. Einmal der Bus SCS, dort kann ich ihn anschließen. Wir sprechen von dem Bus TK, wo normalerweise die Türstation angeschlossen wird. Auch dort darf ich ihn anschließen. Und wir sprechen vom Bus BI, das ist der Bus, wo die Hausstationen angeschlossen sind. Hier als letzter Teilnehmer in der Anlage gezeigt. Und die Profis wissen, wir müssen so einen Strang abschließen. Dafür haben die Monitore auf so einen kleinen On-Off-Schalter hinten. Ja, hier sehen Sie ihn. Und wenn das das letzte Gerät ist, muss ich den Abschlusswiderstand setzen, den Sie in unserem Katalog finden, um offene Busleitungen in der Videoanwendung abzuschließen. Kleiner Praxistipp, Bestellnummer 3499, wenn Sie hier schlechte Bilder hätten. Steckplätze, mehrere. Mod heißt immer Modifikation, Funktionseinstellungen. M ist Steckplatz für eine Gruppenschaltung, die wir uns anschauen. N, schräger P, bezieht sich immer auf eine Adresse oder Türstation. Und T, schauen Sie, T steht für Zeiteinstellungen dieses Relais. Konfiguratoren von 0 bis 7 hat etwas mit Zeitrelaisfunktion zu tun. Der 8 bedeutet Relaisfunktion und die T9 bedeutet Fernschalterfunktion. Das heißt, wenn ich am Telefon die Lichttaste drücke, einmal drücken heißt an, nochmal drücken heißt aus. T8 bedeutet, solange ich diese Lichttaste drücke, schaltet der Aktivator und könnte zum Beispiel einen Treppenlichtautomaten ansteuern in der Anlage, der eine Vorwarnfunktion hat. Ansteuermöglichkeiten zusammengefasst. Licht- und Funktionstasten der Telefone. Licht- und Ruftasten unserer Türstationen. Natürlich das Etagentasterinterface, was wir eben kennen und auch im Schaltbild schon gesehen. Ansteuermöglichkeiten direkt am Aktivator. Schauen wir uns die Funktionen an, die wir wieder in Mod festlegen. Mod 0 heißt, ich kann, der Aktivator reagiert auf alle ohne Ausnahme Lichttasten an Haus- und Türstationen. Mit Mod 1 kann ich definieren, linke Haushälfte, rechte Haushälfte, also nur bestimmte Telefone können diesen Aktivator schalten. Mod 2 von allen Türstationen. Also keine Hausstation, nicht, dass das funktioniert mehr. Mod 2, ja, das ist, wenn man da noch in M was steckt, ein fortgeschrittenes Webinar, was ich mit Thomas jetzt schon wieder plane, vielleicht bis nächste Jahr. Das ist hier überhaupt nicht das Thema. Der Vollständigkeit halber habe ich es aber aufgeführt. Mod 3, interessant, wenn ich Licht schalten will von einer bestimmten Hausstation. Also jede Wohnung in einem 6WE hat einen eigenen Aktivator und den darf man schalten. Zum Beispiel die Weihnachtsbaumbeleuchtung im Garten, das Garagentor, was uns da vielleicht alles einfällt. Mod 4 heißt, von einer ganz bestimmten Türstation möchte ich diesen Aktivator schalten. Bedenken Sie bitte im Beratungsgespräch, wir reden hier nicht von Treppenlichtautomatfunktion, sondern von einer Zeitrelaisfunktion. Denn wie bei unseren Treppenlichtautomaten Rex 800, die bieten heute andere Standards wie zum Beispiel Vorwarnung. Das kann der Aktivator nicht. Auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt, es gibt den Mod 7 und den Mod 9. Immer wieder interessant, wenn ich in einem Briefkasten eine Kamera habe, die keine Eigenbeleuchtung hat, kann ich den Aktivator dafür benutzen, dass er zum Beispiel, wenn an dieser Briefkastenanlage gerufen wird, eine Zusatzbeleuchtung angeht, die man vor dem Briefkasten montiert hat. Genauso mit dem Mod 9, noch interessanter, ich schalte erst Licht ein, wenn ich oben in der Wohnung das Gespräch annehme. Das Ganze kann ich auch über die Zusatztasten an unserem Telefonen machen. Das häufig finden Sie dort die Tasten 1, 2, 3, 4
Und ich kann mit Hilfe von den sogenannten Mod-Tabellen, die immer bei den Telefonen liegen, die Sie bitte nicht wegschmeißen, also die Gerätebedienungsanleitung immer schön sammeln. Dort finden Sie die Informationen ergänzend. Kann ich dann zum Beispiel festlegen, wenn ich die vierte Zusatztaste an diesem Telefon drücke, dann schaltet mir draußen Licht. Mod 5 hat etwas mit Türöffnen zu tun. Also dort ist die Türöffner-Taste jetzt gefragt. Am Telefon ist ein an. Ich kann im Steckplatz P des Telefons genau definieren, welchen Aktivator ich da für das Türöffnen verwenden möchte. So, das der dritte Block, Licht schalten, Tür öffnen, ist das Thema externes Läutewerk. Hochinteressant, Mod Slave. Wenn ich also in Mod den blauen Safe stecke, kann ich in N schräger P die Nummer der Hausstation definieren, die ich anwähle. Also beim Anläuten beispielsweise der Wohnung 4 würde dieser Aktivator schalten und ein externes Läutewerk und eine externe Lampe aktivieren. Das Ganze kann ich dann auch, um es noch zu ergänzen, das steht hier, kann ich der linken Haushälfte sagen, also Telefone von 1 bis 4, wenn die angerufen werden über Aktivator, dann schalte ein. Mod 6, ähnlich, allerdings für Häuser gedacht, die mehr als eine Türstation haben. Und dort kann ich ganz klar sagen, nur von dieser Türstation an diese Hausstation über Aktivator schaltest du ein externes Läutewerk, ein Licht oder eine Hupe ein. Zusammengefasst, Schaltrelais-Aktivator, hochinteressant. Für Zusatzbeleuchtungen in externen Kameraanwendungen, für Schalten von Läutewerken oder 230 Volt Geräten und sicherlich auch interessant, wenn man zweiflügiges Tor hat, wo ich mit zwei Aktivatoren und zwei Zusatztasten mein Tor auf- und zufahren kann. Türöffnerrelais kennt man, wird immer wieder gerne genommen, wenn ich sabotagesichere Anlagen aufbaue. Das heißt, ich ziehe die Türöffner Geräte nicht in unsere Türstation, dort habe ich den Anschluss S plus S minus, sondern ich ziehe diese Geräte in die Verteilung und lege den Türöffner hier drauf. Standardmäßig bitte achten Sie drauf, 10 bis 50 Ohm, gibt sicherlich auch andere Hersteller, den haben wir getestet, mal als Beispiel 12 bis 18 Volt, gilt auch für Türöffner mit Meldekontakt, auf den ich gleich mal komme. Was heißt das? Ich kann erkennen, ob unten die Tür aufsteht. Und wenn unten Türen aufstehen, in einem Mehrfamilienhaus kann ich oben an meiner LED an der Türöffnertaste sehen, die ist dann rot, dass die Tür aufsteht. Geht mit Türöffnern über so einen Meldekontakt. Wie funktioniert das? Wie wird er angeschlossen? Welche Möglichkeiten gibt es? Rein ins Thema. Klemmen, grüne Klemme, Bus, wie immer. 1, 2, interessiert uns hier nicht, ist ein alter Anschluss, den man früher gebraucht hat in diesem System. S plus, S minus, liebe Profis. Anschluss für einen Türöffner und PLS Plus ist der Anschluss für einen externen Taster oder, aufpassen, für Einspeisung von Fremdkleinspannung. Aber in dem Fall, liebe Teilnehmer, hier unten gibt es so Jumper, so zwei blaue oder zwei grüne, je nachdem. Früher waren sie blau, Thomas, heute sind sie grün, ne? Kann das sein? Die muss ich ziehen, wenn ich dort mit Fremdspannung dran gehe. Schauen Sie mal. Kurz die Steckplätze und dann geht es in die Schaltpläne. P steht für Zuordnung Tür-Torstation, ganz, ganz wichtig. T ist immer Nachlaufzeit. Wie lange soll der Türöffner angesteuert werden? In M, das ist unser Thema wieder, ist Betriebsmodus. Schauen Sie mal hier, ich habe es etwas größer geschrieben. Wenn Sie hier in M eine 1 stecken, haben Sie die sogenannte Türzustandsanzeige mit dem geeigneten Türöffner über die LED der Türöffnertaste an der Hausstation aktiviert. Später dazu mehr. Schauen Sie hier, Schaltpläne für die ja, für unser Türöffner. Einmal einfach S plus S minus, 10 bis 50 Ohm Türöffner dran. Zweitens Einspannung, Fremdspannung. Jumper ziehen, das Ausgangsrelais wird frei gemacht. Ich speise vom Trafo 12 Volt auf S plus die plus 12 Volt ein. Die kommen aus PL raus, gehen auf den Türöffner und zurück zum Trafo. Also Jumper nicht vergessen. Ausziehen, nicht wegschmeißen. Sammeln, kann man immer wieder gebrauchen. Dann haben wir das Motorschloss, das immer mehr kommt. Da habe ich oft dieses Schaltbild. Ich brauche einfach nur einen potenzialfreien Kontakt. Der Motor will hier eine Brücke sehen. Ziehen Sie die Jumper, schon geht's los. Und ein anderes Schaltbild bei Motorschlössern ist hier. Diese Motorschlösser haben dann drei Klemmen. Und da wird einfach die 12 Volt werden extern gemacht. Schauen Sie sich das an. Und schon hier auch wieder beide Jumper ziehen. Potenzialfrei hier rein. Und mein Tipp, wenn hier nicht Kleinspannung geschaltet wird, sondern in irgendeiner Form 230 Volt, vergessen Sie den Türöffner bitte,
Verwenden Sie bitte dann den Aktivator mit dem echten 230 Volt drin. So, mal ein kleines Bildchen. Es gibt eben diese Türöffner. Die haben hier so einen Meldekontakt. Der ist, wenn die Tür auf ist, auf. Wenn die Tür ist zu, liegt in Reihe zur Busleitung. Das heißt, der Türöffner-Relais misst. Es kann auch ein beliebiger Schaltkontakt sein, ein Riet-Kontakt, den Sie in Reihe legen hier anstatt dieses Kontakts im Türöffner. Fakt ist, wenn die Tür unten aufsteht, zeigen die Türöffner-LEDs mit Blinken an, dass die Tür auf ist. So, Zusammenfassung. Und dann kommen wir in das größte Kapitel eigentlich. Schalten von Motorschlössern, potenzialfrei über separate Spannungsversorgung. Eine Türzustandskontrolle mit speziellen Türöffnern. Und natürlich auch durch die externe Ansteuerungsmöglichkeit hinter dieser kleinen Huckepackklemme, was ich eben erklärt habe, ist das auch in Verbindung mit einer biometrischen Zugangskontrolle geeignet, nämlich vom Hersteller IKI, den wir auch in unserem Katalog, glaube ich, zeigen, wo Sie auch bei uns direkt dann diese Sachen kaufen können. Kamerainterface. Also ich glaube, das ist mit, ja, da haben wir an der Hotline die meisten Fragen zu diesem kleinen Teil, zu diesem Stück Elektronik. Es integriert externe Kameras in unser Zweiradbussystem, müssen wir uns näher anschauen, teilt eine externe Kamera einer oder auch mehreren Audiotürstationen zu. Hochinteressant, wenn Sie einen Eingang haben mit dem Flurbereich draußen und 1, 2, 3 Audiotürstationen und die wollen gemeinsam eine Domkamera in der Mitte nutzen. Für unsere MyHome-Profis, die unsere MyHome-Automation kennen, das ist nicht das Thema heute, kann es auch in Alarmanlagen und einer MyHome-Anlage verwendet werden. Wie funktioniert es? Wie schließen wir an? Wie verdrahten? Weiter geht's. Thomas, du kannst es sicherlich bestätigen, diese Fragen. Da gibt es sicherlich noch mehr Fragen. Die möchte ich Ihnen mit diesem Kapitel alle mal beantworten. Kameras werden mit Adaptern ausgeliefert. Soll ich Adapter benutzen, die da liegen, oder soll ich alles abschneiden? Und wenn, wo schneide ich ab? Was ist zu empfehlen? Was ist der Unterschied zwischen einem Signalwandler, einem Balloon in Klammern und einem Adapter? Welche Adernfarben haben eigentlich welche Bedeutung? Und braucht denn die Kamera jetzt eine externe Versorgung oder nicht? Warum ändert sich nichts, wenn ich die Anschlüsse getauscht habe? Mein Tipp an dieser Stelle, wenn Sie sich verdrahtet haben und nichts kaputt gegangen ist, ja, dann warten Sie einfach mal eine Minute, dann geht das. Wofür ist der 12-Volt-Anschluss am Kamerainterface? Wird oft verwechselt. Ist es kein Eingang, es ist ein Ausgang für die Kamera. Schauen wir uns gleich an. Und was muss und kann ich adressieren, dass das Ding richtig zeigt, was es kann. Anschlussbild des Kamerainterfaces, immer das gleiche. Wir bringen ein Fernsehvideosignal mit dem Standard FPAS, 1 Volt Spitze Spitze, 75 Ohm, mit dem Übertragungsverfahren PAL auf die Busleitung. Also, wir haben immer eine Kamera, die hat dieses Signal, das ist V-, V-plus und V-, und wir haben einen Ausgang für eine Spannungsversorgung dieser Kamera. Und wenn diese Kamera mehr als 150 mA Stromaufnahme hat, dann darf ich diesen Ausgang gar nicht benutzen. Übelst ist, liebe Teilnehmer, wenn Sie hier die 12 Volt drauflegen vom Netzgerät, das ist richtig übel, dann können Sie das Ding in die Tonne kloppen. Also, es ist ein Ausgang für eine Kamera kleiner 150 mA Stromaufnahme. Wenn nicht, das heißt, Sie haben Kameras mit 320 mA zum Beispiel, externes Netzgerät kaufen, 4 Adern hier hinlegen, 2 gehen noch am Bus, die anderen 2 gehen hier an dem Interface vorbei auf die Kamera. Hier wird nochmal in der Bedienungsanleitung auch gezeigt, dass Sie das hier gerne alles tun dürfen, dass aber die Anschlüsse zur Kamera 3 Meter nicht unbedingt überschreiten sollen. Also am besten immer so viel möglich anschließen. Wir spielen diese ganzen Antworten zu den Frageneingangs an 2 Kameras durch. Eine mit einer Infrarotbeleuchtung, wo ich auf einmal mehr als nur ein Plus finde, und unsere TC77, die üblicherweise mit Anschlussbuchsen ausgeliefert wird. Fangen wir da mal an. Schauen Sie her. Eine Kamera hat immer 12 Volt Versorgungsspannungsanschluss und hat immer ein Videosignalausgang mit V-Plus und Masse. Ich gehe nochmal so ein bisschen in so einer Strichzeitung gezeigt. Anschluss über Adapter. Sie haben Platz dafür. Sie haben genug Raum, um diese Adapter zu nutzen. Sie können die Adapter nutzen, die dabei liegen. Sie können sie separat bestellen. Das ist einmal der 12 Volt Steckverbinder, den Sie hier reinstecken und dann frei verdrahten können, oder diesen Steckverbinder, und es gibt eben den BNC-Adapter für das Videosignal, wo bei Masse auf dem Gehäuse liegt. Jetzt geht das allerdings nicht. Sie können nicht immer diese Adapter benutzen. Ich habe es hier mal gemacht, ein Foto, wo Sie sehen, aus dem Adapter raus, gelb ist V+,
Und schwarz ist in diesem Fall die Masse. Ist nicht immer schwarz, ist manchmal ein blanker Draht, ist manchmal auch weiß. Also immer überlegen, ich habe vier Drähte, die haben Farben. Was kann sein? Das andere ist rot-schwarz, es ist die Versorgung der Kamera, die jetzt hier rauskommt und diese 12 Volt kriegt. Voraussetzung? 150 Milliampere, kleiner. Anschluss direkt. Das heißt, wir schneiden ab. Ich zeige Ihnen gleich, wo man bitte abschneidet. Und wenn Sie dann abgeschnitten haben und vorsichtig abisoliert haben, sehen Sie hier wieder die Masse, da sehen Sie wieder Gelb. Das ist V+, also das Ausgangssignal. Und haben wir wieder Rot-Schwarz. Das ist unsere Versorgung. Habe ich hier ein bisschen aufgeschrieben. Idealerweise so kurz wie möglich anbinden, weil Sie haben hier keine Schirmung mehr. So, weiter geht's. Andere Beispiel. Ich habe hier nochmal einen Anschlussüberadapter. Fehler hier drin, darf da gar nicht stehen. Entschuldigung, hier schließe ich natürlich direkt an. Blanker Schirm ist hier in diesem Fall der Minus, also nicht weiß. Ja, hier sehen Sie wieder, rot ist Plus und schwarz ist Minus. Ja, hier ist nochmal das Anschluss. Hier sehen Sie nochmal den Deckel. Da ist wieder PWR, Power, Versorgung für die Kamera und Video-Eingangssignal. Ja. So, jetzt wird es noch nicht. Wenn Sie dann so eine Kamera haben in der Infrarotbeleuchtung, dann gibt es leider Menschen, die hier vorne abschneiden. Und das übel, dann können Sie das Ding wegschmeißen. Weil hier heute sind oft Joysticks drin, um so eine, ich sag mal, Hybridkamera, mit die alle möglichen Einstellungen heute kann, zu programmieren. Also passen Sie bitte auf. Hier nochmal ein Bild zur Erinnerung. Kein Witz, passiert sehr häufig. Bitte nicht hier schneiden, sondern schneiden Sie hier oben. Einmal Versorgung, das ist das hier, einmal Videosignal. Und da haben wir wieder unsere vier Adern. Vielleicht, ich gehe nochmal zurück, schauen wir mal. Vielleicht haben wir aber auch einen mehr, einen roten mehr. Und dieser eine rote mehr ist die 12 Volt für die Infrarotbeleuchtung. Wechsel weiter. So, schauen Sie her. Damit gucken wir uns jetzt das eigentliche Interface an. Wir haben da eine Menge Steckplätze dran. Wir haben alle was zu sagen. Und hier ist mal so ein großes Beispiel gezeigt für die My-Home-Profis wieder mal. Ein kleines Beispiel: P-Adresse der Kamera. Habe ich also eine Audiotürstation P0, muss ich dem Kamera-Interface die nächsthöhere Nummer geben. Also eine 1. Das ist, N steht immer für Hausstation-Adresse. Z steht für Zone, Alarmanlage My Home. M steht für Zuordnung eines Lichtaktors. A, M oder für die Zuordnung einer Zähne aus dem F420. Entschuldigung, My Home Profis, für Sie jetzt mal gesprochen. Und APL steht für die Adresse eines Lichtaktors. In diesem Beispiel, was wir hier adressiert haben, in einer großen My Home Anlage, würde der Bewegungsmelder der Zone 1, hier ist die Zone 1, meldet Alarm, schaltet den Lichtaktor mit der Adresse 22 ein, ruft die Hausstation 1 und bringt das Bild von der Kamera P0 auf diesen Monitor N1. Mal so eine Anwendung, was dieses kleine Teil eigentlich kann, was bitte, bitte nicht Thema dieses Webinars ist. Was Sie jeden Tag bestimmt nicht brauchen, aber in Mehrfamilienhausanlagen, in großen Städten, ist die Zuteilung von auf mehrere Türstationen. Slave heißt, wecke die Funktion, tu das. PI ist die Adresse der ersten Türstation, PN die Adresse der letzten Türstation. Hier im Schalter. Wie gesagt, Eingangsbereich, P0, P1, P2, Audio. Eine Domkamera in der Mitte montiert, übers Kamerainterface angeschlossen. Und wir möchten über Slave von 1 bis 2, also die beiden Kameras, diese beiden Türstationen sollen dieser Kamera zugeordnet werden. Das heißt, wenn ich hier läute, wird das Bild gezeigt und wenn ich hier die Wohnung anläute, wird das Bild auch gezeigt. Hochinteressant. Fassung verwendbar, ich sage mal, für viele Kameratypen oder für alle Kameratypen mit analogen Farbübertragungsverfahren PAL. Und Farbfernsehsignal FBAS, 1 Volt Spitze, Spitze, Widerstand 75 Ohm. Also mal andersrum gesagt, IP-Kameras sind hier über dieses Teil nicht einzubinden. Für die My-Home-Profis verwendbar in der Hausautomation durch Schalten der Aktoradresse APL. Hochinteressant. Thomas, wie lange haben wir das jetzt im Markt? Halbes Jahr? Gutes halbes Jahr haben wir ein Rufkong-Interface entwickelt, welches Sie im Telefon verstecken können. Die Funkkongs diverser Hersteller von einer Hausstation anzusteuern. Und Voraussetzung dafür, liebe Bettina-Profis, ist, dass die Telefone früher 1,5, heute neuere Telefone die Klemme 1,5M haben. Wie funktioniert das? Wie schließen das an? Schauen wir uns das an. Wir haben die Klemme
NOC. Heißt, wir haben hier einen potenzialfreien Ausgang. Belasten wir von den maximal mit 40 mA. Er ist verpolungssicher. Die Klemme 1,5 oder 1,5 M kommt hier vom Telefon drauf, ist auch verpolungssicher. Obwohl, wenn Sie am Telefon einen Rufgong anschließen von uns, dann müssen Sie schon darauf achten, dass Sie die Klemme 1 und die Klemme 5 ordentlich verbinden. Hier ist es völlig egal. Das ist so entwickelt und gebaut. Die maximale Leitungslänge zwischen der Hausstation und diesem Interface, also Sie müssen es nicht im Telefon verstecken, beträgt 50 Meter. Ich habe, wenn Sie die Technik kontaktieren und Datenblätter anfordern oder wie auch immer, also im Internet finden, gibt es hier ein kleines Schaubild. Da gibt es zum Beispiel einen Funksender von Grote, der hat eine kleine Batterie drin. Wir haben hier unsere Telefone, für die das möglich ist. Die ganzen Artikelnummern sind aufgeführt. Sie gehen hier potenzialfrei. Und sobald hier einer klingelt, kommt hier eine Rufspannung raus, ein kleiner Optokoppler drin, wie auch immer gelöst, der Kontakt schließt und würde hier den Grote Funksender, den Sie angeschlossen haben, ansteuern. Das ist hier nochmal von uns getestet, eine Tabelle. Sicherlich, ich betone das hier nochmal, gibt es noch mehr geeignete Funksender. Wir haben hier ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Und bei dem Typ LDAT gibt es immer wieder Rückfragen. Warum? Der hat keine Batterie in seinem Sender. Der muss einfach eine Busspannung haben. Beispiel hier ist wieder unser Telefon. Wir haben unser Telefon versorgt. Hier ist der Rufspannungsausgang, kommt hier drauf. Und wir müssen auch hier auf diesen Kontakt quasi die Busspannung über diesen Kontakt hier zuführen, dass jedes Mal, wenn ich hier anläute, schließt der Kontakt, der Sender kriegt Spannung vom Bus und sendet das Signal für den Empfänger, nämlich der Funkgong, der dann irgendwo in der Wohnung steht. Das kleine graue Teil hier ist die Antenne. Für viele Funkgong-Typen und wird dann gerne genommen, wenn ich irgendwie keinerlei Möglichkeit habe oder keine Leitung ziehen kann, zum Zusatzgong. Ergänzend dazu möchte ich sagen, es gibt von Bitticino eben Gongs, die Sie direkt an 1 und 5 oder 5 M anschließen können. Es gibt Zusatzgongs, die Sie auf die Busleitung legen. Aber mein Tipp, wenn Sie es planen können, der preiswerteste und komfortabelste Funkgong ist immer ein zweites Telefon, was Sie als parallele Hausstation anklemmen. Und wenn Sie da unsere Class 100 nehmen, hörerlos, recht preiswert, dann macht das Sinn, diesen als Zusatzgong zu verwenden, denn ein Zusatzgong, da kann ich keine Gesprächsannahme. Ja, kommen wir zum letzten Zubehör oder Systemgerät. Das ist unser Erweiterungstastenmodul, was wir, glaube ich, noch gar nicht im Katalog haben, Thomas, ne? Und deshalb relativ unbekannt ist. Schauen Sie mal, Sie haben hier im rechten Bild eine Türstation von uns, da von Sphera. Und dieses Modul sorgt dafür, dass Sie vielleicht hier drunten nochmal mechanische Ruftasten, warum auch immer, hier einbinden wollen. Das heißt, Sie könnten dieses 16 Ruftasten auch mit 16 mechanischen Tasten austauschen. Schauen wir uns an, wie das gemeint ist. Dieses Teil wird in den Briefkasten gelegt, wo vielleicht jetzt ein Audio-Tür-Lautsprecher sitzt und wird dann über die Klemmen In und Out mit Bus versorgt. Ich kann also eine Erweiterung, kann ich maximal 8 Ruftasten dranlegen. Und ich kann bis zu 12 von diesen Modulen in den Briefkasten verstecken und komme so auf 56 Ruftasten. 96, habe ich mich versprochen, Entschuldigung. Beachte, den Einbaulautsprecher, den Sie alle kennen, ein schwarzes kleines Kästchen, was wir normalerweise dafür verwenden, hat ja auch ein Erweiterungsmodul mit der Artikelnummer hier 34692. Und da kann ich nur 56 Ruftasten dran nehmen. Das heißt, wenn ich mehr Ruftasten habe, brauche ich schon einen zweiten Einbaulautsprecher. Ich habe dort auch zum Beispiel keine optische Rückmeldung. Was ich damit sagen will, ich gehe nochmal zurück. Es macht manchmal Sinn und vielleicht gerade in barrierefreien Anlagen, wo die Taster viel tiefer sitzen müssen, weil hier die Kamera muss ja auf eine gewisse Höhe und so weiter, dass sie vielleicht mit so einem Erweiterungsmodul und diesem Unterputzfahrer viel besser fahren wie mit so einem Einbaulautsprecher. Das muss man sich natürlich im Detail anschauen. Aber hier nochmal ein Anschlussbild. Wir haben unser Lautsprechermodul. Hier geht es weiter. In Out, in Out, in Out. Und hier habe ich immer diese 8 Tasten, die Sie jetzt hier im Tableau, wie auch immer. Kleiner Tipp, wenn Sie individuelle Briefkästenanlagen planen wollen, dann setzen Sie sich auch mit der Technik in Verbindung. Skizze, Anfrage, Angebot bekommen Sie dann.
in individuellen Türstationen zu verwenden und ich sage immer ideal für die barrierefreien Anlagen. Zusammengefasst, 96 Tasten können wir anschließen. Verwenden Sie es dort, wo es vielleicht von der Bauhöhe auch verlangt wird, wo wir optische und akustische Anzeigen brauchen, für zum Beispiel Tür öffnen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt, System besetzt. Sie müssen nach DIN das Zwei-Sinne-Prinzip einhalten in solchen Anlagen. Das heißt, von drei Sinnen hören Sie entsprechend, müssen Sie immer mindestens zwei ansprechen. Kann also sehr interessant sein, dass Sie hier nochmal optisch auch eine Rückmeldung über eine LED brauchen. Und für die Profis, für die Chino-Profis, die wissen, es gibt die T-Sphere Design, das ist unsere Software, um das Modul zu programmieren und nicht Widerstände stecken zu müssen. Dieses Achtfach-Ruftastenmodul wird wie dieses Erweiterungstastenmodul wie ein Achtfach-Ruftastenmodul behandelt. Das heißt, wir können es über die Software T-Sphere Design adressieren. Das heißt, wir können über die Software den mechanischen Tasten Adressen vergeben. Und das ist eine tolle Sache. Setzt natürlich voraus, dass das Türlautsprechermodul überhaupt mit der T-Sphere Design programmiert werden kann. Also das gilt nicht für unseren Basic und auch nicht videofähigen Türlautsprecher 35.1000. Ja, schau auf die Uhr. Ich glaube, wir haben eine schöne Punktlandung erreicht. Ich möchte jetzt einfach nochmal ja, den Wunsch aussprechen, dass ich Sie hoffentlich neugierig gemacht habe, sich mit diesem ganzen Systemgerät und Zubehör mal zu beschäftigen, unsere Technik zu kontaktieren. Gehe mal eine Seite weiter, da haben wir die ganzen Telefonnummern und E-Mail-Adressen nochmal. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, ich habe das jetzt gar nicht mehr so verfolgen können, wenn wir Zuhörer aus Österreich haben, auch nochmal, ja, hätte ich vielleicht eher machen sollen, herzliches Hallo. Aber ja, dass Sie sich mit diesen Sachen beschäftigen, sich bei uns nochmal melden, ja, das Ganze mal verarbeiten mit Hilfe unserem technischen Anhang und ja, mit diesen Ideen vielleicht auch neuen Umsatz generieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Nesta, ich übergebe das Wort an dich, dass wir vielleicht jetzt noch ein bisschen diskutieren können. Ja, vielen Dank, Detlef. Vielen Dank für die sehr informative Präsentation. Danke, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es denn jetzt noch offene Fragen? Ich werde jetzt auch den Download-Link nochmal zeigen, dass Sie sich jetzt gleich die Präsentation herunterladen können. So, wo ist er hin? Ja, ich würde mich über eine Rückmeldung mal freuen, weil das, wie gesagt, das ist immer sehr komisch, hier in die Welt zu sprechen und so keine Reaktion aus dem Publikum zu sehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Rückmeldung freuen. Wenn nicht, dann gut. Sören Schaschmidt, vielen Dank. Genau, jetzt hier mache ich auch noch ein kleines Fenster auf neben dem Chatfenster, wo Sie sich jetzt auch einfach die Präsentation als PDF-Dokument herunterladen können, indem Sie einfach auf diesen kleinen blauen Button für den Download klicken. Ja, es ist immer, Herr Hertel konnte gut folgen, schreibt da, es ist natürlich bombastisch viel Stoff. Ich habe immer wieder die Schwierigkeit, mein Kollege hat mich auch immer wieder getreten, dass ich da nicht zu sehr hängen bleibe irgendwo, weil wir einfach ja auch die 45 Minuten versprochen haben. Aber glauben Sie mir, ich würde mich freuen, wenn Sie auf so einen Chino-Workshop mal kommen, wo wir über diese Dinge ja auch den ganzen Tag reden dann. Ne? Das ist, aber wie gesagt, ein bisschen Bratluft versprühen, sage ich immer, hilft Ihnen vielleicht da auch mal nachzuhaken. Ne? Ja, das Philipp, denke was ich auch. denkst Vielen du? Dank nochmal. Philipp, ich sehe dich, dass du auch gekommen bist jetzt da in diesem Raum. Ich weiß noch nicht wann. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgekriegt, sonst überhörst du die Aufzeichnung an. So, momentan sehe ich jetzt keine Fragen mehr im Chatbereich. Ich hoffe, alle Nutzer können sich jetzt auch die Präsentation herunterladen. Einfach in dem kleinen Fenster, was ich eben geöffnet habe, auf den blauen Link klicken, auf den Download-Button. Testen es auch Und wenn es mal. jetzt noch, ja. Ja, dann würde ich sagen, Esther, dann Ja, und wenn es sag noch mal, freue mich aufs nächste Mal. Wir werden nächstes Jahr sicherlich auch wieder Webinare anbieten und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend, ihr Detlef Lohicke.
Ja, Detlef, super, vielen Dank. Vielen Dank auch Thomas für deine Unterstützung. Heute hatten wir jetzt nicht so viele Fragen, aber ich bin sicher, beim nächsten Mal kommen die vielleicht auch wieder. Es war auch einfach sehr gut erklärt. Da war jetzt nicht so viel offen. Ich hoffe, ich warte jetzt noch kurz, dass die Nutzer auch noch die Möglichkeit haben, sich die Präsentation herunterzuladen. Ja, dann bleibt mir auch noch, nur noch Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Gut. Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir schreiben auch noch ganz viel Tschüss. besser. Tschüss. Ja. Ich warte jetzt auch noch ein bisschen, Genau. kleinen Moment, bevor ich den Und Raum gleich nochmal schließe. so Dann eine können sich ganz alle schöne Frage schließen. Auch. in Ruhe die Präsentation herunterladen. So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.